Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Flip. Hey Leute, schön, dass ihr noch wach seid und wieder eingeschaltet habt zu Flip, eurem Lifestyle und Fashion YouTube Channel hier im TV bei Nick Knight. Oh, ich komme gleich wieder. Worum geht's wohl heute bei uns? Richtig, um eure Superheroes. Ich persönlich mag Superheldenfilme ja total gerne, egal ob Spider-Man oder Batman, das läuft ja auch gerade wieder im Kino. Iron Man, Captain America, es gibt ja unglaublich viele. Aber ich muss sagen, dass die Outfits der weiblichen Superheldinnen, wie zum Beispiel Wonder Woman oder Catwoman, die ja diesen unglaublich engen, sexy Einteiler anhat, total cool sind. Und Einteiler sind generell gerade wieder voll im Kommen und deswegen haben wir jetzt ein Einteiler-Lookbook für euch. Jumpsuits oder cozyge Onesies tragt, dann postet doch einfach ein Foto mit dem Hashtag FlipFashion und mit ein bisschen Glück wird euer Foto in einer unserer nächsten Sendungen hier gezeigt. Und was fehlt noch, wenn man so ein krasses Outfit wie Catwoman trägt? Natürlich das richtige Make-up. Möglichst sexy, verrucht und schwarz und Hattie zeigt euch jetzt, wie es geht. Wenn wir schon die Welt retten müssen, dann brauchen wir selbstverständlich auch ein Smoky Eye, damit das Ganze natürlich hammermäßig ausschaut. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Für Smoky Eyes brauchen wir ein paar Brauntöne, also die Lidschattenfarben und so ein Schwarz, wenn ihr habt. Wenn ihr kein Schwarz habt, dann würde auch ein sehr dunkles Grau reichen. Natürlich auch Mascara. Und was wir noch brauchen ist Spaß bei der Sache. Als erstes fange ich mit einer hellen Lidschattenfarbe an und die gebe ich mir direkt unter meine Augenbraue. Das dient so ein bisschen als Highlight und öffnet mein Auge. Und die Farbe gebe ich dann komplett auf mein ganzes Lid, weil das hilft mir, die nächsten Farben, also die dunkleren Farben, ein bisschen besser zu verblenden. Der nächste Schritt wäre dann einen braunen Lidschatten auftragen und das mit einem sehr fluffigen Blendepinsel. Das nennt sich Übergangsfarbe, denn wir wollen ja nicht gleich mit Schwarz anfangen, sondern möchten schöne Übergänge schaffen. Und das machen wir dann einfach mit so einem schönen hellen braunen Ton. Der nächste Schritt ist schwarz einen Lidschatten auftragen, nehme ich so einen kleinen Blendepinsel und gebe das, also die schwarze Lidschattenfall. Der nächste Schritt ist schwarzer Lidschatten, allerdings gebe ich den nicht erst auf meine Der nächste Schritt ist schwarzer Lidschatten, allerdings gebe ich den nicht auf mein bewegliches Lid, sondern in meine Lidfalte. Dafür nehme ich einfach jetzt einen kleineren Blendepinsel, der von ihm war mir ein bisschen zu groß. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme diesen schwarzen Lidschatten und arbeite die Farbe so ein bisschen in meine Lidfalte. Achtet darauf, wenn ihr diese schwarze Lidschattenfarbe in eure Lidfalte gibt, dann nicht zu weit nach oben, weil dann sieht es nicht mehr schön aus, dann sieht es aus, als hätten wir was aufs Auge bekommen und das wollen wir ja nicht erzielen. Schwarz ist echt ein bisschen kompliziert, deswegen immer Schritt für Schritt, lasst euch Zeit und verblendet die Farben sorgfältig. Ich gehe nochmal mit diesem sehr fluffigen Blendepinsel einfach komplett drüber, aber ich habe gar keine Farbe drauf. Ich möchte nochmal alle Übergänge schön miteinander verblenden. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich nehme jetzt diesen schwarzen Lidschatten und gebe ihn mir komplett auf mein bewegliches Lid. Und auch da achte ich darauf, nicht mit zu viel Farbe zu arbeiten, sondern immer Schritt für Schritt und dann blende ich das Ganze gleich nochmal aus. Der schwarze Lidschatten ist auf meinem Lid. Wenn ihr jetzt hier so ein bisschen Krümel habt, dann müsst ihr ein bisschen in den Spiegel schauen. Was ihr dann machen könnt, ist einfach ein größeres Pinsel nehmen, so wie diesen hier, und dann die Krümel wegfegen, weil wenn diese schwarzen Farben, beziehungsweise egal welche Farbe, wenn es halt dunkel ist, dann zieht es in die Haut ein und dann haben wir da so eklige dunkle Flecken. Das sieht nicht schön aus. Also wenn es krümelt, gleich wegfegen. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme nochmal diesen kleineren Blendepinsel und verblende sozusagen die Farbe. Also ich
blende das jetzt aus, ich verrauche das jetzt so ein bisschen smoky eye. Mir ist die Farbintensität nicht stark genug, das heißt, ich gehe nochmal mit dem schwarzen Lidschatten drüber. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Farbe Stück für Stück aufgebaut und ich habe sehr viel verblendet. Also ein smoky eye ist nicht einfach mal schnell in 5 Minuten gemacht, sondern der Trick dabei ist es halt, das heißt, der smoky ist schön ausgeraucht. Also wir müssen uns beim Verblenden super viel Zeit lassen. Wie es hier oben jetzt ausschaut, damit bin ich sehr zufrieden. Was ich jetzt mache, ist, ich werde noch an meinem unteren Wimpernkranz ein bisschen arbeiten. Dafür nehme ich einen noch kleineren Blendepinsel, wie ihr sehen könnt. Ich zeige euch einfach mal den Unterschied. Und dafür nehme ich einfach einen braunen Lidschatten und die gebe ich mir jetzt an meinen unteren Wimpernkranz auf. Jetzt kommt sogar noch ein ganz kleiner Pinsel ins Spiel, der ist wirklich mini. Und da ist jetzt schwarzer Lidschatten drauf und den gebe ich mir so dicht wie möglich an meinen unteren Wimpernkranz auf. Nächster Schritt ist Eyeliner und den gebe ich jetzt hier auf meine Wasserlinie und auf meine obere Wasserlinie. Damit sehen meine Wimpern einfach so ein bisschen dichter aus. Ich mache direkt mit Wimperntusche weiter. Was ich euch bei Mascara empfehlen kann, ist, dass ihr auf wasserfeste Mascara zurückgreift, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einem Geburtstag seid oder auf irgendeiner coolen Feier, wenn wir tanzen, dann wird uns halt einfach heiß. Was ihr dann damit vermeidet, ist, dass eure Mascara dann irgendwann hier ist, auf eurem Gesicht, weil das ist nicht schön. Wir wollen ja nicht als Panda da sein, sondern als Lady. So schaut das Ganze dann fertig aus. Lasst euch auf jeden Fall Zeit und probiert es zu Hause mal ganz in Ruhe aus. Und wenn ihr es ausprobiert, dann vergesst nicht, den Hashtag FlipBeauty zu nutzen. Vielleicht kennt ihr auch Flash, der ist für seine Schnelligkeit bekannt. Da war er gerade. Wenn er wirklich so schnell wäre, dann würde er 75 Milliarden Kilokalorien verbrennen und müsste 150 Millionen Cheeseburger essen. No. Leider bin ich nicht Flash und verbrauche nicht so viele Kalorien. Regina ist aber ganz gut darin, die zu verbrennen und deswegen zeigt sie euch jetzt ein Superhero-Workout. Und ich kann euch versprechen, sie hat sich dafür richtig in Schale geworfen. Hi ihr Lieben und heute ganz im Superhero-Stil zeige ich euch ein Workout, das eure Ausdauer verbessert, um die Welt zu retten. Wir machen uns jetzt mit der allerersten Übung warm. Das sind die Jumping Jacks. Zu Beginn stellt ihr euch gerade hin, gleichzeitig die Arme über dem Kopf zusammenführen und die Beine breit aufstellen. Das Ganze mit 50 Wiederholungen. Leider arbeitet der Fettabbau bei Frauen viel langsamer als bei Männern. Am besten sollten wir auch Ausdauertraining mit einplanen. Das Ganze geht natürlich auch immer zu Hause. Jetzt kommen wir zu den Burpees. Die beanspruchen den ganzen Körper. Dafür gehen wir am Anfang in die Liegestützposition. Den Körper spannen wir an, mit den Beinen bis zu den Händen vorhüpfen. Sofort aufrichten und mit gestreckten Armen in die Luft springen. Nach dem Landen sofort wieder runter, die Beine nach hinten, wieder nach vorne und das Ganze wiederholen. Versucht ruhig 10 Wiederholungen zu schaffen. Ein kurzer Fun Fact. Wusstet ihr, dass Batman in Schweden Lederlappen heißt, was die Übersetzung für Fledermaus ist? Bei der dritten Übung gehen wir wieder in die Liegestützposition. Dann müsst ihr abwechselnd das linke und rechte Bein bis auf Brusthöhe zur Seite ziehen. Vergesst dabei bitte auch nicht eure Körperspannung. Schön gerade bleiben. Bauchnabel einziehen, Rücken gerade und den Po bitte nicht zu weit nach oben strecken. Wusstet ihr, unter der Adresse in New York, wo Peter Parker und seine Familie im Comic lebten, lebte zur gleichen Zeit tatsächlich eine Familie Parker? Verrückt? We're in overdrive. Bei der letzten Übung gehen wir mal nicht in die Liegestützposition. Wir stellen uns gerade hin. Die Knie ziehen wir abwechselnd hoch und wechseln sie im schnellen Tempo ab. Je höher die Knie kommen, desto effektiver die Übung. Versucht das Tempo immer weiter zu beschleunigen. Und hoch. Und los. Und hoch. Hoch, 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 hoch. Und zum Schluss sprinten wir. Achtet dabei, die Knie wirklich hoch zu kriegen. Das Ganze solltet ihr mindestens eine Minute lang durchziehen. Stellt euch einen Wecker. Ding dong. So, das waren die Übungen. Ich gebe euch den kurzen Tipp. Zieht auf jeden Fall auch so ein Kostüm an. Wenn es euch schon nicht stärker macht, auf jeden Fall macht es bessere Laune. Teilt eure Erfahrungen gerne unter dem Hashtag FlipFit. Bis zum nächsten Mal. Also Regina gibt wirklich eine gute Figur als Superheldin ab, aber generell sind die alle irgendwie so überperfekt. Also ich meine, wie kann man mit den Vorbauten, die die haben, noch abheben? Und die Schminke sitzt immer perfekt, egal ob es regnet oder schneit. Und was mich besonders fasziniert, ist, dass die Haare, die sie meistens offen tragen, nicht im Gesicht rumfliegen, ja. Deswegen zeigt Hatti jetzt euch und auch den ganzen Superheldinnen da draußen ein paar Frisuren, mit denen man die Welt retten kann.
Hau zurück. Ich trage meine Haare ja immer offen, weil ich mit Frisuren nicht so begabt bin. Aber es gibt ein paar Frisuren, die selbst für mich einfach sind. Und wie die gehen, zeige ich euch jetzt. Und dafür brauchen wir nichts weiter als Zopfgummi. Ist egal, ob eure Haare gelockt sind oder ob die glatt sind. Ihr nehmt euch einfach hier zwei Strähnen und dann bindet ihr die hinten so ein bisschen zusammen mit dem Zopfgummi. Als nächstes nehme ich meinen Zopf und mache einfach ein Loch in die Mitte. Und dann stecke ich den Zopf durch dieses Loch durch. Das war's auch schon. Super easy gemacht, schnell gemacht. Sieht toll aus, kann man, finde ich, tagsüber tragen, aber auch abends. So, und jetzt zeige ich euch auch schon die zweite Frisur. Dafür binden wir uns einen ganz hohen Zopf, so hoch wie ihr es mögt, aber ich mag es am liebsten ganz, ganz hoch, deswegen sitzt der hier. Dann nehme ich mir eine dünne Strähne von meinem Zopf und wickel das um mein Haargummi rum, damit man es nicht mehr sehen kann, und befestige es dann mit so einer Haarklammer. Jetzt nehme ich mir noch einen Zopfgummi, also hier weiter unten, und dann mache ich mir noch mal eine Haarsträhne rum, damit man dieses Gummi nicht mehr sieht. Je nachdem, wie lange eure Haare sind, dann macht ihr halt noch einen Zopfgummi rum, und bei mir geht es jetzt noch einmal und das mache ich jetzt. Und wenn ihr die Haare um das Zopfgummi wickelt, versucht es halt so festzustecken, dass man die Haarklammer nicht sieht. Wenn ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen aufpeppen wollt, dann könnt ihr diese Stücke nehmen und so ein bisschen auseinanderziehen, damit es so ein bisschen wuscheliger wird. Dann ist es nicht so ganz ordentlich, sondern so ein bisschen. Ach, ich habe mir eigentlich keine Mühe gegeben, aber eigentlich habe ich mir Mühe gegeben. Weiter mache ich mit der Frisur Nummer 3. Ich teile mir jetzt zwei Haarpartien ab, also von vorne, und flechte die einfach so ein bisschen zusammen und binde sie dann natürlich auch mit einem Zopfgummi fest. Nehme jetzt meine zwei geflochtenen Zöpfe und lege die hinten an meinen Hinterkopf an und stecke sie dann mit so Stecknadeln fest. Selbstverständlich könnt ihr mit den Zöpfen so ein bisschen rumspielen, die können dicker sein, dünner sein, also es soll zu euren Haaren auf jeden Fall passen. Bei mir ist es halt ein bisschen schwieriger, weil ich sehr viele Stufen drin habe, also schaut einfach zu Hause, probiert es aus und nutzt dabei den Hashtag FlipBeauty, zeigt mir eure Frisuren. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich sag's immer wieder, wenn euch das hier zu schnell ging oder ihr ein Video nochmal schauen wollt, dann guckt auf jeden Fall auf der NickKnight.de-Seite oder unserem FlipYouTube-Channel vorbei. Wenn ihr euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre es? Ich persönlich würde mich fürs Beamen entscheiden, das finde ich super cool. Ich probiere das auch gleich mal aus. Jetzt machen wir aber erstmal eine kurze Pause und danach macht Regina einen Power-Smoothie und es gibt DIYs mit Melissa. Ich habe mich zurückgebeamt. Also herzlich willkommen zurück bei Flip, eurem YouTube-Channel hier im TV. Und bei uns geht's heute um Superhelden. Diese Buchstaben sind ja gerade, egal ob einzeln oder als gesamtes Wort, total angesagt. Melissa hat denen aber ein kleines Superhelden-Upgrade verpasst. Und ansonsten zeigt sie euch jetzt auch noch, wie ihr einen ganz einfachen Skater-Rock aufpimpen könnt. Hi, ich bin die Melissa und ich zeige euch heute, wie ihr aus ganz langweiligen Pappbuchstaben coole Superhero-Buchstaben machen könnt. Für eure Buchstaben braucht ihr Buchstaben. Wir haben jetzt natürlich das Flip-Logo genommen. Außerdem brauchen wir diesen Serviettenkleber, Pinsel, Schere und Servietten eurer Wahl. Und weil Superheldentag ist, habe ich jetzt hier welche mit Wolverine, Batman, Superman, Spider-Man drauf. Und die kleben wir da jetzt auf. Wir fangen damit an, diese Servietten auseinander zu friemeln, weil das hat hier so Schichten wie eine Zwiebel. Oh, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit man nicht gleich alles zerreißt. So, und dann habt ihr hier diese verschiedenen Schichten. Okay, los geht's, indem ihr die Dinger einfach einpinselt. Seid dann nicht so geizig, mehr ist mehr, weil sonst fällt die ganze Serviette einfach ab und das ist natürlich doof. Jetzt kleben wir erstmal ein bisschen Serviette drauf, glatt streichen. Und jetzt kommt der Punkt, wo es tricky wird. Man muss nämlich abschneiden und ihr müsst euch gut überlegen, wo schneidet ihr ab. Man kann natürlich immer ansetzen, aber umso weniger ihr ansetzt, umso schöner ist das Muster. Die Servietten können natürlich auch übereinander. Ihr müsst dann einfach nochmal mit dem Kleber drüber pinseln und dann ist das kein Problem. So, alles, was hier so übersteht, einfach mit ordentlich Kleber einschmieren und dann platt drücken mit dem Pinsel. So, eingepinselt, komplett weiß. Jetzt guckt ihr, welche Seite ist schöner geworden. Meistens die erste, weil man da noch nicht so viel umgeknickt hat. Und die nehmen wir jetzt für vorne. Und da müsst ihr jetzt überlegen, okay, ich möchte vorne drauf Thor haben, weil er die schönsten Bauchmuskeln von allen hat. Und dann legt ihr euch das hin und macht genau das Gleiche wie eben auch schon. Es hat tatsächlich geklappt. Thor ist in der Mitte. Falls ihr eine Seite verkackt habt, dann ist es nicht schlimm, weil ihr habt ja noch die andere. Deswegen ein bisschen liegen lassen, schon mal die anderen anfangen und dann, wenn es angetrocknet ist, könnt ihr weitermachen.
Jetzt wollt ihr bestimmt einen Tipp von mir, wie man diese Rundungen besser macht. Habe ich aber keinen. Habt ihr euch jemals überlegt, was eure Superpower wäre? Irgendwie sowas wie Zeit anhalten oder Laserschießen oder so. Ich würde gerne alle Leute, die ich nicht mag, mit Laserstrahlen aus meinen Augen in Essen verwandeln. Aber leckeres Essen. Das wäre ziemlich cool. Stellt euch vor, eure Scheißmathelehrerin. Und auf einmal ist die geiles Bacon mit einem geilen Frühstück dazu. So, fertig. Das muss jetzt hier mal in Ruhe trocknen. Und ja, in der Zwischenzeit ziehe ich mir mal die zweite Klebehautschicht von den Fingern. Eklig. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Falls es ein bisschen zu schnell für euch war, könnt ihr einfach auf YouTube nachschauen, wie es nochmal richtig geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich finde, es gibt viel, viel, viel zu wenig coole Superheldenklamotten für Mädchen. Deswegen zeige ich euch heute, wie ihr euren eigenen coolen Superheldenrock machen könnt. Dafür brauchen wir einen weißen Rock, Textilfarbe, Schwämmchen zum Drucken und Schablonen, die ihr einfach so ausdrucken und dann ausschneiden könnt. Denkt auf jeden Fall dran, eine Stofflage zu nehmen oder falls ihr ein T-Shirt bedruckt, Pappe zwischenzulegen, weil diese Textilfarbe druckt gern mal durch und dann habt ihr hinten genau das gleiche wie vorne drauf und das wäre natürlich ein bisschen doof. Legt ihr einfach eure Schablone drauf, wie ihr die positionieren wollt und falls ihr unsicher seid, dass sie wegrutscht, könnt ihr die gerne mit ein bisschen Klebeband fixieren. Falls ihr eure Schablonen öfters benutzen wollt, dann macht die nicht nur aus Papier, sondern es gibt sowas, das nennt sich DC-Fix und damit beklebt man das einfach und dann ist es wie versiegelt und dann kann man es ganz, ganz oft benutzen, falls ihr einen ganzen Superhelden-Pyjama machen wollt. Dann nehmt ihr euch einfach so ein Schwämmchen, tunkt ein bisschen ein und tupft das einfach auf. Jede Textilfarbe funktioniert anders, also lest euch auf jeden Fall gut durch, was hinten bei eurer draufsteht. Wir wollen ja schließlich, dass es auch noch nach einmal waschen hält. So. Ich habe es mir jetzt ein bisschen einfach gemacht und einen weißen Rock genommen. Da sieht man die Farben natürlich total krass. Wenn ihr jetzt was Dunkles bedrucken wollt, dann müsst ihr erst mit weißer Textilfarbe alle Ornamente vordrucken und danach könnt ihr dann mit der Farbe rauf, weil sonst auf dem Schwarz sieht man halt überhaupt nichts. Ich tupfe das Ganze jetzt hier auf, dann drückt man auch immer schön die Schablone drauf. Anstatt so zu wischen. Das ist ein bisschen wie beim Radieren. Wenn man das Papier nicht gut festhält, dann kriegt man diese blöden Falten rein und man ärgert sich total danach. Ich muss sagen, ich vermisse auch ein bisschen richtige Superheldenfilme. Also Deadpool war jetzt so ein bisschen der Anfang, aber wenn ich an die alten Tim Burton Batman-Filme denke, die fand ich halt echt wesentlich cooler als die jetzt, wo alles immer nur so düster ist und alle haben die ganze Zeit ganz schlechte Laune und man darf überhaupt keine Farben sehen. Ich bin jetzt fertig mit Printen, aber ich finde, da fehlt noch ein bisschen was, deswegen hauen wir noch ein bisschen Glitzer drauf und dafür brauchen wir einfach Textilkleber, Glitzersteine und viel besser als eine Pinzette zum Glitzersteine hochheben, ist so ein Kajal, weil die so ein bisschen fettig sind und kleben und dann kann man die einfach zupp, immer so nehmen und raufpacken. Wenn ihr jetzt denkt, ah, jetzt habe ich hier so ein bisschen Kajal oben auf den Steinchen, das ist überhaupt nicht schlimm, lasst den da und wenn die Steine richtig angetrocknet sind, dann könnt ihr den einfach abwischen. Okay, alle Steine sind drauf. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen trocknen lassen, weil die sonst einfach komplett wieder alle abfallen. Tada, fertig! So sieht jetzt meiner aus. Ich bin sehr gespannt, wie euer aussieht. Schickt mir gerne ein Foto und den Hashtag FlipDIY und jetzt geht's zurück nach Flip City zu Supermel. Könnt ihr euch Michael Jackson als Spider-Man vorstellen? Vielleicht nicht so ganz. Er wäre auf jeden Fall ein guter Tänzer gewesen. Jetzt aber zur Hintergrundgeschichte. Michael Jackson, der King of Pop, wollte den Marvel Comic Verlag aufkaufen, um die Rolle des Spider-Mans zu spielen. Krass, oder? Jetzt aber mal zurück zum eigentlichen Thema. Regina und Mirella zeigen euch jetzt, wie ihr einen Power-Smoothie machen könnt, der gleichzeitig auch noch richtig gut aussieht. Und nicht so ein grünes Gedatsch ist. Wir zeigen euch heute ein ganz tolles Rezept für leckere und vor allem, guck mal, wie süß die aussehen, gesunde Smoothies. Mmh, lecker. Lecker. Für zwei Gläser Smoothies brauchen wir eine gute Handvoll Spinat, zwei Bananen, die ihr am Abend vorher schält und noch einfriert, ziemlich genau 7 Erdbeeren, nicht 8. Einen großen Esslöffel Leinsamen. Eine halbe Tasse Mandelmilch, Hafermilch oder die Milch eurer Wahl. Einen kleinen Apfel. Und selbstverständlich auch einen Mixer, nicht zu vergessen. So, wir beginnen jetzt erstmal mit dem grünen Smoothie. Dafür brauchen wir den Apfel. Mirella schneidet den jetzt erstmal. Aufpassen, das schneidet nicht die Finger ab. Genau. Ich auch nicht. Wer die Äpfel natürlich vorher schälen möchte, kann das auch machen. Aber in der Schale sind sehr viele Vitamine drin. Fertig. So, jetzt kommt noch eine Banane dazu. Also die Banane ist jetzt natürlich hart, weil wir die am Abend vorher in den Gefrierfach gelegt haben. Heißt das in den oder in das Gefrierfach? In das Gefrierfach, ne? Das geht ja mit dem Schneiden richtig gut. Jetzt packen wir natürlich noch den Spinat hier rein. Und wir nehmen noch den einen Esslöffel Leinsamen dazu. Und natürlich noch ein Viertel Mandelmilch. Und jetzt mixen!
Wie geht denn das? Hä? Der erste Intelligenztest. Werden Sie ihn bestehen oder nicht? Oder muss man das vielleicht einfach nur so machen und jetzt geht's schon? Nee. So, wir haben das Problem gefunden. Jetzt müsste das aber passen. Ja! So, möchtest du die Ehre haben? Ja. Ist auf jeden Fall richtig schön kühl, dadurch, dass die Banane gefroren war. Ja. Jetzt füllen wir beide Gläser zur Hälfte auf. Und dann müssen wir es auch ganz schnell an die zweite Hälfte machen. Wir wollen ja hier was Rotes obendrauf noch haben, schönes Muster machen. Umso schneller ihr seid, umso besser bleibt es natürlich in der Konsistenz. Jetzt schneiden wir die Erdbeeren. Was ist dein Lieblingsobst? Ich mag Bananenpasta am liebsten, weil man damit so viel machen kann. Echt? Ich habe Bananeneis gemacht. Das könnt ihr auch mit den gefrorenen Bananen ganz einfach pürieren. Habt ihr Bananeneis? Das ist richtig geil. Alle? Ach ja, 7 Stück. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Oh nein! Ob das noch was wird? Regina spült gerade noch unseren Mixer sauber. Regina! Die Treppe war mir zu anstrengend. Ich habe den Aufzug genommen. Jetzt kommen die Erdbeeren erstmal rein. Wir haben noch die zweite Banane und jetzt einfach noch den Rest von der Milch da rein. 3, 2, 1. Zweite Schicht kommt jetzt. Wow, das geil. Sieht voll schön aus. Ey, das sieht wirklich cool aus, guck mal. Wer jetzt ganz spielerisch sein möchte, kann ein Muster daraus eine machen. Eine versteckte Liebesbotschaft auch. Alles ist möglich, lass eure Kreativität reinlaufen. So einfach ist das Ganze. Sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt auch richtig gut. Und ist auch noch super gesund. Falls ihr auch noch andere Inspirationen habt, teilt das Ganze mit uns unter dem Hashtag FlipFood. Zum Wohl. Eure Viertel Wonder Woman, aka ich, verabschiedet sich jetzt von euch. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche um 22.25 Uhr hier auf Nick Night wieder. Bis dahin, wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram oder Twitter. Und wir sehen uns dann. Ciao!